So, liebe Kisikids, Brüder und Schwestern in Christus, ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, die meisten von euch zumindest, dass hier in Wiener Neustadt etwas los ist. Und es ist echt etwas im Gange. Und wenn man auf die heutigen Lesungen schaut, kann ich das sehr gut mit unserem Titel für die ganze Aktion in Wiener Neustadt, Jesus in the City, also Jesus in der Stadt, in Verbindung bringen. Da wird sehr viel in den heutigen Lesungen von zwei Wirklichkeiten gesprochen. Die Wirklichkeit des Bösen und die Wirklichkeit des Guten. Also die Wirklichkeit des Satans und das Reich Gottes. Und wenn man nach Wiener Neustadt kommt, ist es halt so, ich habe das am Anfang so gedacht, also nicht, dass hier das Reich des Bösen ist, aber dass ich derjenige bin, der Jesus in diese Stadt bringt. Und vermutlich haben das auch einige gedacht, die nach Wiener Neustadt extra gekommen sind, um den Glauben zu verkünden. Und da ist vieles geschehen. Wer von euch vielleicht am Abend beim Dom vorbeigegangen ist, hat auch bemerkt, dass da was los ist. Wir haben für hunderte Leute dort ein Festmahl vorbereitet und dann noch der Abend der Barmherzigkeit mit dem Kardinal gefeiert. Es war einfach überwältigend. Ich schätze, es waren beim Abend im Dom so um die 1000 Leute insgesamt. Das ist nicht wenig, aber auch nicht so viel, wenn man an Wiener Neustadt denkt. Und ich habe wirklich gedacht, wir bringen Jesus in diese Stadt. Aber wenn man den Menschen, die sich engagiert haben, begegnet und auch den Leuten auf der Straße begegnet ist, haben vielleicht die, die sich engagiert haben, eines bemerkt. Jesus ist in dieser Stadt. Wir müssen ihn hier nicht hineinbringen. Er ist da, er war schon immer da. Wirklich. Es ist manchmal vielleicht in manchen Menschen schwer zu erahnen, dass Jesus in ihnen wohnt. Viele von denen, die hier leben, kennen Jesus überhaupt nicht oder wollen ihn nicht mehr kennen. Aber er ist in ihnen, weil wir alle Kinder eines Vaters sind. Und der Heilige Geist wohnt in jedem von uns, in manchen ein bisschen mehr, in den anderen weniger, weil er sich nicht aufdrängt. Aber er ist in jedem Menschen. Und wenn wir jetzt heute diese Veranstaltung abschließen, Jesus in the City, ist es mein größter Wunsch für diese Stadt, dass alle, die sich hier einander begegnen, diesen Jesus, von dem wir in diesen Tagen so viel sprechen, in anderen sehen. Und wenn du jemanden auf der Straße begegnest, da gibt es so alte Lieder, ich kenne sie nicht mehr, aber ich weiß, da gibt es Jesus auf der Straße, irgendwie heißt dieses Lied. Ich kenne das nicht so gut, deswegen werde ich es nicht singen. Aber da geht es darum, dass man in jedem diesen Jesus erblicken kann. Und wenn du irgendjemanden begegnest, versuche zuerst nicht über Jesus zu reden, sondern ihm begegnen, weil er begegnet eigentlich dir. Sehr viele, eine geschlossene, engagierte Gruppe ist auch in die Schulen in Wiener Neustadt gegangen. Und was ich mitbekommen habe, ich konnte leider nicht dabei sein. Aber die Leute, die dort hinausgegangen sind, das ist vor allem das Jugendmagazin gewesen, haben gesagt, also da ist etwas in diesen jungen Menschen, eine große Sehnsucht nach mehr. Und das habe ich auch so wahrgenommen in den Begegnungen auf der Straße, dass da eine Sehnsucht in den Menschen ist nach mehr. Sie können es vielleicht nicht so benennen und würden auch nicht sagen, dass es Sehnsucht nach Gott ist. Aber ich will nicht sagen, wir wissen es besser, aber ich glaube, wir wissen es besser. Doch diese Sehnsucht in diesen Menschen, das ist eine Sehnsucht nach einem Gott, der annimmt, der nicht verurteilt, der einem Heimat gibt.
Also lade ich euch ein, ob ihr in Wiener Neustadt zu Hause seid oder irgendwo anders. Versucht das, was ihr hier erlebt habt, sei es nur dieser Gottesdienst an diesem Sonntag oder viel mehr über diese Tage, das mitzunehmen. Das Reich des Vaters ist schon hier. Und wenn du einem Menschen begegnest, begegnest du Gott selber. Manchmal muss es ein bisschen herausgraben, aber das ist nicht so wichtig. Er ist schon da. Versuche ihn zuerst zu erblicken. Dann ist diese Mission, von der wir viel gesprochen haben in diesen Tagen, die Mission, Jesus zu verkünden, nicht so kompliziert. Weil du musst nicht einmal über ihn reden, er ist schon da. Ich lade euch wirklich dazu herzlich ein. Versucht, Jesus zu finden bei euren Nachbarn, bei den Menschen, die ein bisschen auf der Straße leben oder ganz auf der Straße leben. Oder bei diesen netten Leuten, denen du auch heute begegnen wirst. Suche Jesus, jage ihm nach, folge ihm nach, also folge den Menschen nach. Und jage denen nach, also nicht mit Pfeil und Speer, sondern mit Liebe, denen du begegnest. Und weil Gott so großartig ist, lasst uns nun uns zu ihm bekennen, im Glaubensbekenntnis, ganz bewusst in dieser Stunde, weil er ein Gott ist, der